Oh, und Säbel in meinen Träumen. Nicht mehr so viel. Oh ja, das ist wieder eine geile Öl-Session. Hier kann ich mich schön wieder einölen und einschmieren. Wow. Was war denn das jetzt schon wieder? Sieht aber nicht sonderlich lebendig aus, Junge. Was war denn das jetzt hier wieder? Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nee, ne? Hm. So, ich glaube, das war's hier mit der Folterkammer. Zumindest für mich. Wie? Finde einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Diesen Bereich rausführt. Okay. Was hat man, was hat das mit der Leiche zu tun? Ich kann hier nichts machen. Was war das? Wo finde ich denn hier so einen Schlüssel jetzt? Ich hasse Schlüssel finden, das hatte ich doch schon mal. Nee. Hier vielleicht noch ein Schlüssel. Das sieht mir alles nicht nach Schlüssel aus. Hier waren wir ja schon ganz am Anfang. Es ist abgeschlossen. Ja, komm, das muss irgendwas damit zu tun haben. Was? Na, ich dachte, ich könnte im Wasser enden. Vielleicht lebt er ja noch. Hä? Hast du in deinem Pimmel vielleicht den versteckt? Den Schlüssel? Oh Mann, ey, ich hasse Schlüssel finden. Habe ich ja schon letztes Mal voll verkackt. Aufs Allerübelste. Ich finde die doch nie. Wahrscheinlich wieder total offensichtlich. So. Kurze Pause, bitte. So, hallo, zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ich habe gerade gesehen, wir sind auf der Suche nach dem Schlüssel, den ich immer noch nicht gefunden habe und wahrscheinlich jetzt immer noch nicht finden werde, so wie ich mein Glück kenne. Deswegen schauen wir mal mein Glück hier. Ist diese Scheiße nur... Wo kann es denn sein? Also hier haben wir ja gestartet. Ich verstehe es nicht. Vielleicht gibt es ja einen Wand. Ich habe doch noch Hammer und Meißel, oder? Ne, habe ich nicht mehr. Hölzerne Kurbel. Ne. Ein Stück Fleisch. Ne, 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 ne. Lass ich mal hier durch. Hier. Ne. Oh. Ist wahrscheinlich wieder ganz easy. Wasser. Ne, Wasser werden wir wohl auch nicht.
Was ist das denn? Ja, stimmt, das Einfachste wäre. Vielleicht gibt's ja irgendwie so einen Schreibtisch wieder. Irgendwas war hier. Muss ich damit irgendwas machen? Ich wüsste nicht was. Hölzerne Kurbel sicherlich nicht. Für den Arm. Hier kann ich auch nichts wegräumen. Ist hier sonst noch was? Warum soll ich das Bett anpacken können, obwohl ich es eh nicht kann? Bist du? You'll never see it coming. Ja. Stimmen redet ruhig mit mir, ist mir egal. Ist. Wo kann das sein? Huh. Ich bin echt verwirrt, ohne Scheiß. Drin von irgendwelchen Menschen. Nee. Hä? Ich bin echt massivst verwirrt. Ja. Ich glaube, ich halte die Aufnahme nochmal an und suche erstmal, weil ich glaube, es ist nicht allzu spannend, mir beim Suchen zuzusehen. Von daher, bis gleich. So, da bin ich wieder. Eine kleine halbe Stunde später habe ich tatsächlich etwas herausgefunden. Und zwar, Bob, ich bin natürlich schon ein paar Mal dran vorbeigerannt, wie immer, aber da, in dem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen. Das ist natürlich super. Ich habe klugerweise einen Wassereimer gefunden, den ich bestimmt nutzen kann. Ah. Es ist ja so einfach gewesen, wenn ich denn da hingeguckt hätte. Ah. So. Okay. Ach ja. Es ist abgeschlossen. Jetzt ist es auf. Alles klar. Das reicht halt. Scheiße! Ja, das wird immer... Oh Gott, ich glaube, ich muss rennen. Oh. Oh mein Gott. Das wächst ja alles mit Ekel zu. Nein! Oh mein Gott. Scheiß drauf. Oh Gott, es ist laut. Oh Gott, es kommt immer näher. Rennen. Ja, schöne gerade von ihm, aber weiter reden. Los. Puh. Alter. Verwalter. Schaffen sie einem auch immer wieder Panik einzuflößen, sehen zu lassen.
schneller, schneller. Ich will zocken, zocken. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Was geht denn hier mit mir? Leichte Kopfschmerzen, einige Schnittwunden. So, alles ist gut, sage ich dazu mal. Mein Zustand so rapide herab. Was haben wir hier Schönes? Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ey. Unsere Schwester hat doch nicht richtig rumzukurbeln, oder? Okay, es ist schwierig. Alter. Wie dämlich stelle ich mich denn jetzt an? Achso, ich habe falsch umgedreht. Ich bin echt ein Brain. Was geht denn jetzt? Also ein interessantes, blöde Story. Was geht denn jetzt schon wieder? Alexander wurde still, er wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte seinen auf der Kutsche sitzenden Freund nicht mehr wiedererkennen. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Just outside Altstadt, there's a small settlement. A Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and three children. Krass, man kommt auch außerhalb der Welt her. Ja. Went there. Our visit was unexpected. And Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the company. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. Was haben die mit den Kindern gemacht? We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Ja, nee, ist klar. Tieren ihre behinderten Rituale. Was ist das denn jetzt hier? Ich kann mich vielleicht erhängen. Schnur. Ich glaube, ich gehe einfach mal hier weiter. Alter! Was geht denn hier ab, ey? Es wird alles mit dem Zeug zugewuchert. Was auch immer es ist. Ey, cool. Sonderbüchse sind immer schön. Was ist das? Oh, Alter, habe ich mich wieder erschrocken. Oh, Mann. Ich hab... Hallo? Geht's noch? Moment, von da bin ich gekommen, ne? So. Dann gehen wir jetzt da nicht mehr lang. Doch, da gehen wir hin. Hier ist sonst nix. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Au. Na klar. Man hat's ja, ne? Das Jude Laudano. Was ist ein Gesöff? Ach du Scheiße. Ja. Wo soll ich denn jetzt lang? Hä? Finde ich jetzt ganz schön frech. Das sieht fast so aus.